Kanzler Olaf Scholz hatte jetzt eine Impfpflicht gefordert. Brauchen wir die, Ihrer Meinung nach? Nein, die brauchen wir nicht. Wir dürften sie eigentlich gar nicht fordern, denn wir haben hier eine bedingte Zulassung, was diese Impfstoffe betrifft. Da gibt es den Artikel 22 Richtlinie 2001/83 EG. Wenn man da reinschaut, nach der sind alle vier Produkte zugelassen worden. Ist es so, dass die sozusagen bedingt zugelassen worden sind unter der Gegebenheit, dass man experimentelle Studien bis 2023 durchführen muss. Erst dann kann man über eine reguläre Zulassung reden. Und ich habe mir dann angesehen, wie viele Studien sind wirklich abgegeben worden. Das war erschütterlich wenig. Wir befinden uns eigentlich immer noch inmitten experimenteller Studien. Unter diesen Gegebenheiten kann man und darf man keine Impfpflicht einführen, insbesondere weil der Haftungsausschluss für die Hersteller gegeben. Die Begründung, Herr Antes, die Olaf Scholz, genauso wie der noch österreichische Kanzler Alexander Schallenberg, der ja auch schon sein Amt zur Verfügung gestellt hat, ist, wir brauchen die Impfpflicht, weil es nur so möglich ist, unser Gesundheitssystem vor der Überlastung zu bewahren. Stimmt das Ihrer Ansicht nach? Na, es ist sicherlich eine ganz wesentliche Komponente, um den Druck zu reduzieren, aber nicht ganz wegzunehmen. Aber wir haben unglaublich viele Dinge nicht gemacht. Zum Beispiel die Bewertung dieser ganzen Gegenmaßnahmen, wo wir immer noch, eigentlich wie im Sommer 2020, im Blindflug durch die Gegend düsen. Und solange wir das nicht ausgeschöpft haben, ist eigentlich das die falsche Strategie, wieder nur auf eine Komponente zu setzen. Also die ganze Bewältigung der Krise ist nicht mit einer Dimension zu schaffen. Und das gilt von der ersten Sekunde an. Und da haben wir wieder den ganzen Sommer alles versäumt. Aber das ist jetzt das Argument für viele, die sagen, jetzt geht es eben nicht anders. Wir wollten eh keine Impfpflicht einführen, aber jetzt sind wir an einem Punkt, das ist ja auch beim Lockdown immer, da geht es nicht ohne radikale Kontaktreduzierungen. Und auf der anderen Seite sagen jetzt viele, da geht es jetzt nicht mehr ohne diese Impfpflicht. Stimmt das zum jetzigen Zeitpunkt Ihrer Meinung nach? Nein, nach den Versäumnissen? Ist das jetzt die Reaktion oder sozusagen das Wiedergutmachen auf Versäumnisse von früher? Na, das ist wieder die inkompetente Reaktion auf die Situation. Ja, also wir haben zum Beispiel schon von sehr namhaften Stimmen gehört, im Juli das Boostern vorzubereiten. Also wir sind wieder reingetapst in die Situation. Und der Effekt vom Impfzwang oder Impfpflicht, da gibt es auch noch ganz differenzierte Diskussionen, der wird nicht in 4 Wochen eintreten, sondern später. Wenn man jetzt schon wieder die Schlangen sieht, also auch die Logistik hat schon wieder versagt. Also alles das zusammen ist nicht durchdacht, das ist wieder politisch motiviert in den Raum geworfen worden, um die Spannung rauszunehmen. Und aus meiner Sicht ist es irrational und falsch. Vielleicht ist es ja auch deswegen so, weil eigentlich tatsächlich ja die Politiker das, was sie jetzt machen, nie wollten und auch versprochen haben, dass sie es nie tun werden. Vielleicht schauen wir da kurz rein. Wir haben gesagt, es wird keine Impfpflicht geben. Die Bundesregierung hat sich da gemeinsam auch dazu verständigt, dass wir keine Impfpflicht in Österreich realisieren. Erstens bin ich gegen eine Impfpflicht, aber ich bin dafür, dass wir alle überzeugen. Keine Impfpflicht, auch kein Impfdruck, aber schon Verantwortung. Wir haben in Österreich einen Konsens, dass es keine generelle Impfpflicht geben wird. Frau Wiesinger, dass die Kinder die großen Leidtragenden auch der Maßnahmen sind, das werden wir dann später auch noch vertiefen und mit Ihnen besprechen. Zunächst einmal auch zu dieser Frage der Impfpflicht, die ja dann zunächst mal auch die Erwachsenen betrifft. Könnte man sagen oder würden Sie sagen, jetzt wäre es an der Zeit, dass die ältere Generation sich impfen lässt, um auch die Kinder zu entlasten? Ja, das würde ich genauso sagen. Ja, es gibt genauso. Ja, Länder, die gehen in die Richtung. Griechenland zum Beispiel hat nicht die allgemeine Impfpflicht eingeführt, sondern für Menschen ab 60 eine sehr direkte Impfpflicht eingeführt. Ja. Es gibt eine Reduktion der Sozialleistungen, ich glaube um 100 Euro pro Monat für über 60-Jährige, weil sie sagen, und das sagen die Statistiken ja alle, diejenigen, die schwere Verläufe haben und sterben an Corona, sind über 60. Also es ist wichtig, die zu impfen. Das dient am meisten der Entlastung des Gesundheitssystems. Also als Pädagogin kann ich da überhaupt und als Lehrerin kann ich sagen, man sollte die Kinder überhaupt auch was die Impfpflicht angeht, aus dieser Diskussion raushalten. Man unterschätzt die Kinder und Jugendlichen, sie kriegen das mit. Und es erzeugt mehr Panik, als es gut tut. Was man aber tun kann oder hätte können und was man meiner Meinung nach versäumt hat, die Politik versäumt hat, ist die Risikogruppen, wo auch viele Eltern meiner Schüler zum Beispiel, denen auch viele Eltern der Schüler angehören, die mehr zu informieren und dann schon auch mehr zum Impfen zu bewegen. Ja.
auch möglicherweise mit Maßnahmen ja. und einer Art von Druck. Ja, ja, aber eben auf die Risikogruppen sich konzentrieren und nicht unbedingt auf die Kinder und Jugendlichen. Herr Stierkart, Frau Neigl sagt, die Impfpflicht wäre ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sie sehen das ganz anders. Die Impfpflicht muss her, sagen Sie, und zwar ausnahmslos für alle, sogar und auch für die Kinder. Was versprechen Sie sich davon in der Pandemie? Ja, ich würde die Kinder jetzt aus der Diskussion momentan erst mal rauslassen. Die Impfung der Risikogruppen ist eine interessante und gute Sache, aber wir reden aktuell lange nicht mehr von schweren Verläufen bei Risikogruppen, denn die sind in der Regel geimpft. Ich habe heute in der Vorbereitung auf die Sendung extra noch mal mit dem Chef der Lungenklinik in Nürnberg telefoniert. Und da liegen fast ausschließlich, bis auf ganz wenige Ausnahmen, Ungeimpfte auf den Intensivstationen. Und das sind nicht mehr die Risikogruppen. Das sind 40-Jährige, das sind 50-Jährige, eine 41-jährige Marathonläuferin, die die Tage verstorben ist. Das heißt also, wir haben hier tatsächlich, auch wenn man das immer ungern hört, eine Pandemie der Ungeimpften. Jetzt haben wir das Thema Impfpflicht, die Frage, was erhoffen wir uns davon? Jetzt kann man ja sagen, okay, ist jeder für sich selbst verantwortlich, wenn Sie zum Beispiel die Entscheidung für sich treffen, Sie möchten nicht geimpft werden, dann muss man das akzeptieren. Das ist bis zu einem gewissen Punkt auch richtig. Wir sind aber an einem Punkt, wo wir als Geimpfte, die zum Beispiel krank werden, die Konsequenzen der Ungeimpften tragen müssen. Das bedeutet, ich habe das selber erlebt, dass wir Herzinfarkte, die wir vor Ort behandelt und stabilisiert haben, erst in weiter entfernte Krankenhäuser verlegen mussten, weil die Intensivstationen mit Ungeimpften voll waren. Und das ist nicht sehr vernünftig. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Ich habe heute, auch keine Ärztin. Das mag sein, natürlich bin ich das nicht. Aber das Internet ist voll mit ärztlichen Aussagen. Wir haben jetzt mehrere Videos gesehen auf Facebook. Da sagen die, es sind sehr viele vollständig Geimpfte auf den Intensivstationen. Und das kommt nicht nur einmal vor, das kommt mehrfach vor. Von den verschiedensten Ärzten, die an Kliniken tätig sind. Und das RKI hat jetzt gerade ungefähr vor 1,5 Wochen eine ganz normale, den Wochenbericht veröffentlicht. Da ist es ganz klar, dass über 50% oder knapp 50% bis 60-Jährige vollständig geimpft waren, die hospitalisiert sind. Ja, aber hospitalisiert und heißt nicht auf den Intensivstationen. Und 71%, die über 60 sind, auf den Stationen liegen. Und 52%, knapp 52% Sterbefälle von vollständig geimpften über 60, die auf den Klinikstationen liegen. Das kann man sich also, aber statistisch... Was mich sehr ärgert, ist, wenn Sie sagen, das ist die Pandemie der Ungeimpften. Das ist so. Das ist sie nicht. Das ist der Common Sense der Wissenschaft. Man sagt, ein Impfdurchbruch, man redet vom Impfdurchbruch, aber es ist hier ein ganz eindeutiges Impfversagen. Und ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen, diese Narrative von den Politikern zu wiederholen. Das sind keine Narrative von den Politikern, sondern was Sie beschreiben, ist ja ein ganz einfacher, das wird der Kollege bestätigen können, ist ein ganz einfacher statistischer Irrtum. Wir haben, das RKI irrt sich zum ersten Mal. Wir haben bei all denjenigen, die an Autounfällen sterben, haben wir zu über 90% angeschnallt. Es würde keiner sagen, die Gottpflichten. Andersrum gefragt, was verdienen Sie pro Impfung? Wenn Sie jemanden impfen, wie viel kriegen Sie? Ich würde mich interessieren, wie viel Geld Sie bekommen. Ich bin angestellter Arzt, ich verdiene pro Impfung gar nicht. Okay, legen Sie dem Patienten etwas vor, dass er die Haftung für dieses Risiko übernimmt bei dieser speziellen Impfung? Oder sind Sie haftbar dafür? Das würde ich gerne wissen. Es kommt auf meine Aufklärung an. Wenn ich ihn nicht adäquat aufkläre, bin ich haftbar dafür. Wie können Sie ihn adäquat aufklären, wenn die experimentellen Studien für diese Produkte, für die mRNA-Stoffe bis 2023 laufen? Auch da zeigt wollen Sie das tun? Auch da zeigt sich so ein bisschen ein fundamentales Unkenntnis der medizinischen Praxis. Experimentelle Studien laufen bei allen Medikamenten, die wir auf den Markt bringen. Herr Stieker, entschuldigen, ich muss Sie unterbrechen. Das hat mit irgendwelchen fundamentalen Problemen gar nichts zu tun. Doch, das hat schon was damit zu tun. Nein,
Lassen das Sie mich bitte ausreden. Sie haben mich ja was gefragt. Zulassung und dann möchte ist eine ich bitte auch ausreden. Zulassung. Und das hat nichts mit fundamentalen Unkenntnissen. Und das hat absolut was damit zu tun. Nein, das hat es nicht. Wir haben bei allen Medikamenten, die auf den Markt kommen, haben wir sogenannte Phase-4-Studien. Die laufen sehr viele Jahre. Das ist keine Phase-4-Studie, das ist die Nachholung ist Phase der verkürzten Phase-3-Studie. Bitte schauen Sie nach, schauen Sie, das findet man in der EMA. Können wir da vielleicht, also ich glaube, dass wir diesen Konflikt an der Stelle jetzt zwischen Ihnen beiden nicht gut beilegen können. Aber wir haben ja noch einen Arzt und einen Medizinstatistiker da und ich wollte die Frage weitergeben von Herrn Stierkart. Hat sich eigentlich, das klingt ja so, als ob sich an der Risikoverteilung dieser Krankheit Covid-19 in den 20 Jahren der Pandemie entscheidend etwas geändert hätte, dass nämlich jetzt plötzlich nicht, wie es eigentlich in den Statistiken immer noch aufscheint, in erster Linie über 60-Jährige schwere Verläufe haben und sterben. Und Risikogruppen, also jetzt sagt man in Österreich 80%, die sehr stark übergewichtig sind oder adipös sind, das seien die zwei Risikogruppen, so wie es Herr Stierkart schildert, scheint sich da in der Risikoverteilung was geändert zu haben. Sehen Sie das? Also das Risiko für die älteren Menschen ist natürlich nach wie vor vorwiegend. Aber was es schon auch gibt, auch jüngere Menschen können am Covid erkranken, sie können auch schwer erkranken und sie können mitunter auch an Covid-19 versterben. Das ist schon richtig, aber ich möchte auch Herrn Stierkart widersprechen, dass das eine Pandemie der Ungeimpften ist. Das ist, wie Sie sagen, das ist ein Narrativ, das aus der Politik kommt und das sollte man nicht anwenden, weil es nämlich nicht stimmt. Sogar Christian Drosten sagt in seinem letzten Interview in der Zeit, dass man den Ausdruck Pandemie der Nicht-Geimpften nicht verwenden sollte, sondern das führt uns zu nichts. Ich bin fast vorbehaltloser Vertreter der Impfung. Ich spreche für die Impfung. Wir setzen uns auch für die Impfung von Kindern aus. Aber ich glaube, man sollte bei der Wahrheit bleiben. Und die Wahrheit ist, die Impfung schützt vor schweren Verläufen. Sie schützt großteils vor Intensivaufenthalten. Sie schützt noch mehr vor dem Tod davor. Aber es gibt Impfdurchbrüche und somit ist es also keine ausschließliche Pandemie der Ungeimpften. Der Ausdruck ist einfach falsch. Die Wahrheit ist aber auch die Wahrheit. Sterile Immunität. Aber die gibt es ja bei den meisten Impfungen nicht. Die Wahrheit ist aber auch, dass, und da kann man jetzt, Ihre Zahlen waren ja clever recherchiert und clever dargelegt. Jetzt lassen Sie mich doch mal ausreden. Es ist eine Frage der Kinderstube. Aber hören Sie doch auch so angriffslustig zu sein. Die Hospitalisierung von den Patienten, die mag auch bei Geimpften da sein. Das ist gar keine Frage. Das beobachten wir auch. Wie gesagt, ich möchte es noch mal betonen. Ich arbeite da an vorderster Front und bin mit den Intensivmedizinern in einem ständigen Austausch. Aber die Geimpften landen so gut wie nie auf der Intensivstation. Das und die ist totaler Quatsch. Auf wie viele Intensivstationen waren Sie denn? Hören Sie zu. Auf wie viele Intensivstationen waren Sie denn im Laufe der Pandemie? Ich glaube, wir kommen zu Ihnen, weil ich habe sogar einen Interview vom Chef der Uniklinik Leipzig mit Herrn Kretschmer, der was anderes als Sie gesagt hat. Ja, Sie haben halt Videos auf Facebook gesehen und ich habe die Patienten gesehen. Ich möchte das Angebot von Herrn Antes, das aufzulösen, gerne annehmen. Naja, das ist die übliche Falle in der Statistik. Nein, Sie sind in die Falle gelaufen. Ich wäre in die Falle gelaufen. Ja, Sie sind schon. Der Nenner ist das Entscheidende. Wir sprechen dauernd über den Zähler und Absolutzahlen. Mhm. Wenn Sie einen Riesenhaufen Geimpfte haben und einen kleinen Haufen Ungeimpfte, dann ist natürlich, wenn Sie Impfdurchbrüche haben, von dem großen Haufen mehr sichtbar als von dem kleinen Haufen. Das stimmt. Auch wenn die asymmetrisch in der Intensiv... Das müssen Sie anschauen. Und dann löst sich das anders auf, als Sie es gerade eben dargestellt haben. Aber darf ich das Zweite auch noch nachfragen? Ja. Ist es so, dass sich die Risikoverteilung geändert hat? Das klingt ja da auch durch. Naja, sie hat sich das insofern geändert, als ja bewusst und richtigerweise versucht wurde, von oben runter zu impfen, altersmäßig. Und dadurch verschiebt sich natürlich das nicht dahin, dass die Jüngeren höheres Risiko haben, sondern sie sind sichtbarer, weil die Alten nicht mehr sichtbar sind. Also so wie ich einfache das verstehe, Statistik. Ist es ja so, in dem Moment, wo eine bestimmte Altersschicht mehr geimpft ist, sind natürlich das Impfversagen auch größer. Deswegen ist es durchaus möglich, dass 71% der über 60-Jährigen Impfdurchbrüche haben. Nein, das müssen Sie sich dann genau anschauen. Erstmal verschiebt sich nur die Sichtbarkeit. Und dann ist natürlich, wenn Sie da... Aber was da durchklingt, auch Herr Antes, ist ja, und das zeigt ja auch, dass tatsächlich dann wieder jetzt in den Sterbezahlen stärker als in den Krankenhauszahlen, weil in den Alten- und Pflegeheimen jetzt wieder relativ viele
alte Hochbetagte sterben, obwohl sie zweimal geimpft sind, weil sie eben zu spät diese Drittimpfung offenbar bekommen haben. Und das scheint ja irgendwie, das war ja auch eins der Argumente gegen diesen Begriff Pandemie der Ungeimpften, dass man sagt, ein wenig hat man wohl auch die Wirkung der Impfung überschätzt. Nämlich einerseits, was die Transmissionshemmung betrifft, also dass sie tatsächlich auch deutlich mehr nach so einem Zeitablauf beteiligt sind, die Geimpften, an der Weitergabe des Virus, und natürlich auch die Schutzwirkung abnimmt, was sich dann vor allem bei denen am stärksten zeigt, die am frühesten geimpft wurden, weil sie in der Risikogruppe sind. Kommt alles zusammen, aber es sind auch unter den Alten noch sehr viele nicht geimpft. Ja, man muss sich wirklich die Zahlen auf den Tisch legen. Ich glaube, das kann man aus medizinischer Sicht bestätigen, was Sie hier sagen, dass man sich in der Einschätzung der Impfung am Anfang nicht sicher war. Ja. Man hat geglaubt, man, mit zwei Impfungen ist das erledigt. Das ist eben nicht der Fall. Aber mittlerweile ist man der Sichtweise, dass praktisch drei Impfungen zur Grundimmunisierung gehören, dass der dritte Stich unverzichtbar ist. Und zeitlang hat man ja sogar geglaubt, eine Impfung reicht aus. Das trifft also nicht zu. Also im Augenblick ist die Sichtweise der Medizin, dass also drei Impfungen praktisch die Grundimmunisierung darstellen und man in weiterer Folge wahrscheinlich weiterimpfen muss, wenn man seine Immunität behalten muss oder sich immer wieder mit dem Virus in anderer Form in Kontakt bringen muss, im Sinne der sogenannten Herdenimmunität oder allgemein durchseuchen. Und was ja auch für die Wirkung der Impfung eigentlich nicht unwichtig ist, dass man dann trotzdem tatsächlich auch in Kontakt mit dem Virus kommt, nicht um volle Immunität auszubilden. Durchaus eine Möglichkeit in weiterer Folge, und England geht diesen Weg ja seit dem 19. Juli, indem England am 19. Juli viele Maßnahmen oder fast alle Maßnahmen ausgesetzt hat. Seit dem 19. Juli gibt es in Großbritannien oder in England fast immer die gleichen infizierten Zahlen, nämlich zwischen 1 und 1,5 Millionen Infizierter. Und die setzen eben jetzt offensichtlich, sie haben es nie offiziell verkündigt, aber offiziell setzen die auf diese Herdenimmunität, was dort auch so gar nicht schlecht funktioniert. Ich möchte mal ganz kurz das fachlich auflösen und zwei Dinge sagen. Also das ist im Falle dieser Pandemie keine Herdenimmunität. Davon kann man nicht sprechen. Das ist eine Endemizität. Das bedeutet, ich komme immer wieder in Kontakt mit dem Virus, kann auch leicht erkranken, aber erkranke nicht mehr schwer. Eine Herdenimmunität hat zum Ziel, das Virus auszulöschen, wie man das bei Masern macht. Also das ist keine Herdenimmunität. Der zweite Punkt, den was ja für viele auch das Argument gegen die Impfpflicht ist, weil eben die Impfung keine stabile Immunität herstellt und dazu in der Lage ist, das Virus auszurotten, wie bei Pocken, Masern oder anderen, sondern ein endemisches Virus ja sozusagen mit dieser einmal Pflicht für alle, dann ist es vorbei, eben nicht funktioniert. Das ist aber nicht das Ziel. Also ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, aber unser Ziel in Deutschland, auch erklärtes Ziel, ist es nicht, dieses Virus auszurotten. Das wissen wir, dass das nicht funktioniert. Sondern es ist eben der Übergang in die Endemizität. Ich wollte noch einen Effekt kurz benennen, der bei den Älteren und Schwersterkrankten sehr oft unterschätzt wird, den ich beobachte und der leider in den Studien nicht mit reinzählt. Das ist nämlich der, ich habe am Anfang des Jahres die sehr, sehr alten Patienten, die wirklich multimorbiden Patienten geimpft. Die haben die erste Impfung bekommen, die haben die zweite Impfung bekommen. Und da gibt es natürlich auch viele, die im Laufe der Zeit sich vom Gesundheitszustand, man muss sich das vorstellen, das sind wirklich hochbetagte, wirklich hochpflegebedürftige Menschen zum Teil, sich so weit verschlechtert haben, dass die sogenannte Immunseneszenz so weit fortgeschritten ist, dass man dann einfach nicht mehr von einer adäquaten Antikörperantwort ausgehen kann. Und die versterben dann zum Teil einfach auch an einem Konglomerulat verschiedener Erkrankungen, wo Covid sozusagen das i-Tüpfelchen ist. Das muss man auch ein bisschen mitsehen. Darf ich das, was der Herr Stieg da gesagt hat, ein bisschen relativieren? Sie haben gesagt, das nennt man nicht Herdenimmunität. Ich bin da anderer Meinung. Und da sind die Begriffe ja nicht so, wie Sie sagen. Das, was Sie nämlich genannt hat, wir machen eine Immunität über die gesamte Bevölkerung, um das Virus loszuwerden. Das nennt man Eradikation. Und diese Eradikation ist gelungen für die Pocken. Dort hat man wirklich die Krankheit eradizieren können. Das ist fast gelungen für die Polio, als für die Kinderlähmung. Das andere, Herdenimmunität, ist aber sehr wohl, dass ich mittendrin einen haben kann, der infiziert das. Aber weil die Herde rundherum geschützt ist, passiert also nichts. Also Sie haben das, glaube ich, verwechselt mit der Eradikation. Nein. Der Begriff ist eindeutig an der Stelle nicht angemessen. Also die Herdenimmunität, da würde ich Ihnen völlig zustimmen, gibt es an dem Zusammenhang nicht.
Ich würde vorschlagen, dass wir die Arbeit am Begriff dann vielleicht an anderer Stelle fortsetzen, ist aber immer gut. Faktum ist, dass auch wenn wir so quasi an der Impfung wohl irgendwie überzogene Erwartungen hatten, das ist jetzt schon klargekommen, glauben die Regierungen jedenfalls an die Impfung als Ausweg aus der Pandemie. Und deswegen wollen Österreich und Deutschland so schnell wie möglich eine Impfpflicht umsetzen. Und in Österreich sind diese Pläne auch schon relativ weit gediehen. Und wir schauen uns kurz an, wie das aussieht. Bereits ab Februar 2022 soll in Österreich eine allgemeine Corona-Impfpflicht kommen. Jetzt wurden erste konkrete Pläne bekannt. In einem ersten Schritt sollen alle im Land lebenden Ungeimpften angeschrieben und zur Impfung bis zum Stichtag der beginnenden Impfpflicht aufgefordert werden. Wer auch einer zweiten Aufforderung nicht nachkommt, dem droht zunächst eine Strafe in Höhe von 3.600 Euro. Und wer dann erneut nicht reagiert, soll weitere 7.200 bezahlen. Auf Personen, die die Strafe nicht begleichen können oder wollen, wartet eine Ersatzfreiheitsstrafe von bis zu 6 Wochen. Unklar ist aktuell noch, ob Genesene wie Ungeimpfte zur Impfung antreten müssen. Ausgenommen sind aber wohl alle in Österreich lebenden Bürger, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht gefahrlos impfen lassen können und dies mit einem Attest belegen. Ebenfalls ausgenommen sind alle Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr. Arm freimachen zur Impfung oder Strafe bezahlen. Das gilt zunächst für die kommenden 3 Jahre. Frau Neigl, in Österreich Strafen von 7.200 beim zweiten Mal. Ich glaube, die Deutschen geben es billiger. Was ich gehört habe, ist der 2.600 Euro. Das ist alles unglaublich. Das Bußgeld. Glauben Sie, dass das Impfskeptiker überzeugen kann? Also das so und so nicht. Aber ich finde alleine diese Methoden unglaublich. Das sind Formen von Nötigung.